zurück zu einer neuen Folge von Minecraft New Day. Ja, diesmal haben wir sogar ein bisschen Hintergrundmusik. Und ja, man sieht es hier schon, was wir in der letzten Folge alles, in den letzten Folgen alles schon gemacht haben. Manche sagen, ja, es ist jetzt nicht viel, aber für mich ist es schon eine ordentliche Leistung, weil ich es nicht so schnell baue. Und wir haben das Birkenholz, damit wir mal hier weiterbauen können. Ich habe mich jetzt doch entschieden, ich mache doch keinen Keller, doch kein Dachgeschoss, sondern werde den Keller so umrüsten, dass wir da unsere Truhen haben und hier oben machen wir Spenden und was weiß ich alles machen. Autsch. Aber dazu brauchen wir, wie gesagt, auch erstmal neues Holz. Und wir schauen einfach mal. Ich hoffe jetzt natürlich, die Musik ist nicht so laut. Ich kann es noch ein bisschen leiser machen. So, so soll es reichen. In der Lautstärke, dass es nicht zu laut ist, aber auch nicht zu leise. Das ist vielleicht doch zu... 16 ist eine gute Lautstärke, so lassen wir es jetzt. Das war ein Birkenholz und da ist so ein Baum gewachsen, was ich gar nicht leiden kann. Der so kreuz und quer wächst. Ist dann noch irgendwo Holz? Nein. Ist nur doch ein kleinerer geworden, aber trotzdem, das sind die Bäume, die ich hasse. Deswegen will ich eigentlich selten Eichenbäume verwenden, aber hilft ja nichts. Der ist zu groß. Okay, dann setzen wir mal wieder Eichensetzlinge hin. Hört sich fast wie an die Minecraft-Musik, aber ist es nicht. Keine Sorge dafür, da habe ich schon geguckt, dass es das nicht ist. So, ja, in den nächsten Folgen gibt es dann auch, wenn es funktioniert hat, neue Sounds. Sprich, von mir die neuen Sounds. Ich habe mir nämlich jetzt das Rode NT1A bestellt und das ist jetzt auch angekommen. Und ja, ich kann es kaum schon erwarten, das auszuprobieren. Ja, ich hoffe, es wird cool. So, wie viele Treppen haben wir? 16. Das wird aber nicht ganz reichen. 44. Ich werde einen ganzen Stack machen. So, 64. Ich weiß nicht, soll ich das so... Ui, soll ich das spitz zulaufen lassen oder... Soll ich das rund machen? In meiner Testwelt, da können wir ja mal kurz hingehen. Dann kann ich euch das zeigen. Hier habe ich das so gemacht. Das ist praktisch die gleiche Testwelt, da habe ich schon vorgebaut. Habe ich mir gedacht, mach mal so. Aber ich weiß nicht, dann ist der Keller so unnötig. Deswegen machen wir es lieber so, wie ich es gedacht habe, dass wir nur ein kleines Dächer machen. Sprich dann auch ja, ich bin fast der Meinung, wir machen Runddach, also dass wir es rundum machen. Ja gut, das ist ja scheiße.
Ich weiß nicht, da brauchen wir zwar viel Stein, aber wir haben ja gleich eine Höhle hier, die was wir dann natürlich in die Karte mit einbinden werden. Also ich möchte auch dann auch so eine Mauer außenrum bauen. Das ist wie so eine Festung, ja. Also auch den Berg hier alles abtragen, glatt machen. Ja, also in der nächsten Folge aber erstmal unsere Unterkunft errichten, damit die steht. Und dann weitersehen. Ja, jetzt. Das ist das, was mich immer aufregt. Du baust und baust und irgendwann blub, baust irgendwas Falsches hin. Aber okay. So ist das Leben. Was macht hier ein Tintenfisch? Brauche hier keine Tintenfische. Aber wenigstens haben wir schon mal dreimal drei Tintensäcke, wie sie in Minecraft heißen. Ist doch auch gut. Jetzt ist die Musik ausgegangen. Muss ich das da markieren? Jetzt muss ich das erst einstellen. Wahrscheinlich ist trotzdem die gleiche Musik. Und es ist immer noch so laut. So reicht's. Dann kann ich da jetzt nichts hin. Sollte ich es vielleicht doch von oben bauen. Ja, ich werde auch demnächst mal nach Mods schauen und schauen, dass ich Mods installieren kann. Sprich, zum Beispiel, was mir auch gut gefällt, ich fällt bloß immer dieser Name nicht mehr ein. Diesen Mod, wo man nur das unterste Holz abholzt und dann der ganze Baum runterfällt. Mir fällt jetzt leider der Name nicht mehr ein. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Und das möchte ich halt mal schauen und dann schauen, dass ich es zum Laufen kriege. Weil ich hab's nicht so mit Mods. Autsch. Obwohl ich hier in Wasser gelandet bin, kriege ich voll Schaden. Gleich hier hinten noch eins runtergefallen. Ah, da ist das jetzt schon wieder gewachsen, aber jetzt brauchen wir erstmal keins. Hier ist dann für den Keller. Aber die machen wir dann sowieso größtenteils aus Cobblestone, damit das ein bisschen rüchiger ausschaut. Ne? Also wie gesagt, wir gehen in die Mitte drauf zu. Ich hoffe, das geht sich aus. Wir brauchen dringend mehr. Mehr. Ja, zwei habe ich jetzt mal. Dann schauen wir mal weiter.
Vielleicht kriegen wir in dieser Folge das Dach soweit fertig. Und dann können wir eigentlich schon mit der Inneneinrichtung anfangen. Sprich die ganzen Betten rein, die Truhe rein und den Keller dann weitermachen. Ja gut, sorry Leute, ich muss das jetzt mit der Musik lassen. Hey, dieser Typ will mir nicht, also dieser PC will mir nicht alle die ganze Musik abspielen. Der spielt mir eine Musik ab und dann ist aus. Und muss ganz ehrlich sagen, ich klicke nicht jedes weitere an. Jedes Mal den nächsten Titel an, da muss ich schauen, wie es jetzt funktioniert mit dem wieder. Aber das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, ab den nächsten Folgen, ich weiß jetzt noch nicht, ab welcher Folge, kommt dann dieses neue Mikrofon zum Einsatz mit dem Audio-Interface, wo ich dann selbst da nochmal einstellen kann mit den Höhen und Tiefen. Und dann hoffen wir es mal, dass es ein bisschen besser wird. Also vor allem die Stimmqualität von mir selber. Wobei, das reicht eigentlich schon dann. Hoppla, von der Höhe her. Machen wir jetzt noch die Runde fertig und dann reicht es eigentlich. Dann ziehen wir ein Flachdach drauf. Brauchen wir natürlich nur noch mal Cobblestone. Und dann machen wir uns auch noch eine Hütte dahin zur Höhle runter. Weil ich will nicht, dass so einfach so ein Loch in der Welt bei mir jetzt ist, wo ich gerade baue. Achso, wer meinen neuen Skin noch nicht gesehen hat, ich habe jetzt einen Wolf, passend zum Namen. Der Wolfie. Und ja. Hoffe ich ein bisschen besser und aktueller. Nicht mehr den Namen Gamermann LP. Solche Namen gibt es ja haufenweise auf YouTube. Mit dem Namen LP. Und ja, hoffe ich, dass der auch ein bisschen besser ist zum Merken. Zum Merken glaube ich schon. Jetzt ist wieder dem einen das Holz, die Schau, ne, die Axt kaputt gegangen. So, ja, das reicht locker von der Höhe. Jetzt machen wir da oben noch ein Flachdach hin. Machen wir das nicht. Ah, wir haben sogar noch Cobblestone, das passt. Ich weiß gar nicht, kann man das Cobblestone? Ja, kann man. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Ob 30 reichen. Gucken wir mal. Dann platzieren wir das da mal hin, zack. Dann ist unser Haus schon mal fertig. Dann brauchen wir nur noch Türen. Die will ich ja aus. Ich glaube, das muss ich mir aber dann holen. Aus diesen dunklen Türen machen. Muss ich da mal kurz in Creative Mode gehen, damit ich weiß, welches Holz, dass wir es wenigstens noch selber craften. Okay, dann hauen wir das jetzt noch weg. Achso, ich habe ja keine Axt. Okay, das ist dann unsere bescheidene Hütte. Okay, dann gehen wir mal kurz in Game Mode. Ich habe keine Rechte. Naja, das ändert sich jetzt. So. Ich war gleich bei Redstone. Jetzt muss ich bloß schauen, ob das die Tür war. Oder ob das die war. Nee, okay, dann war das schon die Schwarzeichentür. Gift, der Wolfie, Minecraft.
nichts machen. Muss es mir so nehmen. Aber ich weiß nicht, wie diese Tür auf Englisch heißt. Drin. Glas, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dann tun wir am besten das Eisenerz jetzt rein. Okay, dann noch Holz. Können wir jetzt mal schnell die Blöcke nehmen, damit wir uns jetzt nochmal Truhen machen können. Erstmal eine, damit wir jetzt das Zeug von hier draußen reinholen. Trink noch eine Eisenaxt. Nein, jetzt habe ich eine Spitzhacke gemacht. Aber. Okay, jetzt ist da alles. Wenn mein Inventar voll ist. Hier kommt es jetzt mal mit. Damit die mir nicht hinterherlaufen die ganze Zeit. So. Dann haben wir das, dann machen wir das da jetzt. Zup. Das Bett. Das Bett kommt hier hin. Schlafe ich jetzt mal, damit wir hier unseren Spawnpunkt haben. Okay, passt. Und dann das hier abbauen. Platzieren wir jetzt erstmal woanders. Mal hier, oh ja. Hier und hier drauf. Dann ist das hell. Okay, dann haben wir das jetzt fertig abgeschlossen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin, haut rein. Tschüss.